Hallo, liebe Flugzeugbauer. Schon ist es wieder soweit. Wir kümmern uns um das nächste Instrument. Wir haben bis jetzt ja ein Höhenmesser und dann ein Messgerät für die Höhe über Grund gebaut. Ein Zeigerinstrument und ein digitales Instrument war das. Und was wir uns heute anschauen, ist ein künstlicher Horizont. Das wird vermutlich etwas aufwendiger sein. Also ich gehe mal davon aus, es werden schon drei Videos werden, bis wir das Ding im Kasten haben. Und warum, will ich euch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt hier mal eine Grafik vorbereitet, die das ganze Schema ein bisschen darstellen soll. Also, wir fangen mal an. Wir haben hier einen Zeiger, der soll rauf und runter gehen und die Nickneigung darstellen. So, das ist mal ein Gerät. Dann haben wir ein Gerät. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Na? Nö. Das Ding soll sich drehen. Ja, und zwar hier um diese Zeiger rum. Kann ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht dreht. Egal. Auf jeden Fall, dieses Ding soll die Rollneigung anzeigen. Dann schiebe ich den mal kurz raus, finden wir den Hintergrund, das ist so eine braune Platte einfach, die hinter dem Instrument liegt. Und drüber liegt ein blaues Element. Dieses blaue Element, das kann man jetzt größer und kleiner machen, je nachdem, wo wir sind. Und es wird sich nach oben und unten schieben. So, packen wir es nochmal hier hin. So. So, das heißt, das kann sich nach oben schieben und nach unten schieben. Was ich da auch haben will, der dreht nicht mehr. Gibt es hier? Nee. Egal. Was ich auch machen möchte, ist, dass sich dieses Teil hier drehen lässt. Schauen wir mal. Einfach mal, sieht man das auch so. Jetzt soll sich dieses Teil hier drehen können und auch rauf und runter fahren, so wie sich der künstliche Horizont eben tatsächlich verhalten würde. So, was brauchen wir noch? Wir haben noch ein paar Zahlen hier. Diese Zahlen sollen sich mit dem blauen Teil rauf und runter schieben und auch mal hier rein. So. Und auch drehen. Der Drehpunkt ist immer der Mittelpunkt. Und worauf wir auch achten müssen, ist, dass das Zeug oben nicht drüber wegschaut. Wenn ihr das hier seht, diese einzelnen Striche, ne, sind einzelne Grafiken. Und die müssen dann entsprechend zurückgenommen werden oder ausgeblendet werden, je nachdem, wie weit sich das Flugzeug jetzt nach oben oder unten neigt. Das Ganze wird so aussehen, dass wir vom Mittelpunkt gemessen immer rundherum prüfen, wo befinden wir uns denn momentan, und dann entsprechend hier den blauen Horizont richtig hinschneiden, also von der Größe her anpassen, richtig hindrehen und auch immer entscheiden, welche diese Bilder wir jetzt anzeigen lassen wollen oder nicht. Das wäre so der Plan. Dann schauen wir mal kurz. Unter Horizon habe ich jetzt die einzelnen Bilder. Was finden wir da? Wir finden einfach ein blaues Rechteck, dann einen braunen Kreis, das Instrument selber, dann der Anzeiger für den Pitch. Für den Roll kann man es nicht so richtig sehen. Und dann die Anzeigen, da kann man es ja ahnen. Ich weiß nicht, ob man es im Video vernünftig sieht. Die einzelnen Linien, und zwar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 und 35, die dann entsprechend aber auch wieder, gehen wir nochmal kurz hier drauf, wieder verwendet werden. Also 5 braucht man zweimal, na, tun wir den mal weg, 10 braucht man zweimal und so weiter. So, das ist der Plan. Da sind wir. Soweit, so gut. Dann müssen wir diesen Plan nur noch in die Tat umsetzen. Machen wir die mal wieder zu.
Gut, dann wollen wir mal loslegen. Also, wir erzeugen uns jetzt wieder eine Klasse. New Java Class. Und das Ding soll heißen Horizon Control. Finish. Das Ganze extends Instrument Control und implements savable und clonable. Soweit, so gut. Das Ganze wie bei unseren anderen Elementen auch. Das machen wir jetzt erstmal leer und das not needed. So, dann modste noch, weil wir einen Konstruktor brauchen. Und den klauen wir uns jetzt einfach mal. Und zwar von unserem Altimeter Control. So, da klauen wir den jetzt raus, weil der Konstruktor sieht absolut identisch aus. So. Init Horizon. Horizon. So, da packen wir die ganzen Initialisierungen rein. Dann nennen wir das Ding noch um. So, dann haben wir das. Dann holen wir uns noch unseren Clone for Spatial. Den nehmen wir uns auch noch mit. Dann haben wir das auch von der Backe. Holen wir jetzt hier rein und machen hier New Horizon Control. So, jetzt haben wir mal die Grundlagen geschaffen. Dann werden wir ein paar Konstanten brauchen. Fangen wir mal mit dem Standard an. Private Static Final String Image Horizon. So, wir haben jetzt diverse Bilder, die wir brauchen. Und im Prinzip fangen wir mit dem Instrument an. Instrument ist gleich Image Horizon Instrument, dass wir in Sync mit den anderen bleiben. Dann als nächstes haben wir den Hintergrund. Image Horizon Ground, das war diese braune Platte. Dann brauchen wir den Himmel. Sky. So, das waren, die Engel brauchen wir noch, die Anzeigen. Den Roll-Engel und Image Horizon. Das war der Pitch-Engel. So, das waren mal die wesentlichen. Und jetzt braucht man noch einen. Das werden wir aber nicht einzeln benennen. Wo sind wir hier? Waren sie? So, diese entsprechenden Bildchen. Das machen wir ganz einfach. So, dass wir das Ding nennen Image Array. Teil, auch wenn es nicht wirklich Teil sind, aber das Prinzip ist es eigentlich das gleiche. Das sind die entsprechenden
Linien, die werden wir einfach mit den Indexnummern durchnummerieren, dass wir da sauber sind. So, weil wir gerade noch dabei sind, das machen wir jetzt auch noch schnell. Private Static Final String Image Line File Names. Halt, und das machen wir jetzt nicht als String, sondern als String Array. Und zwar kommen jetzt hier die File-Namen unserer Linien rein. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Da sind wir. Also wir fangen bei 35 an, gehen über 0 wieder zu 35. So. Also. Wie haben wir sie getauft? Line p.png. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 plus 1 macht 15. Also 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und die Dinger sollen heißen 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, das sind alle Bilder, die wir dann brauchen. Und wir brauchen natürlich jetzt noch ein Konstrukt, wo wir den ganzen Kram dann reinpacken, also die Bilder tatsächlich erzeugen. Das machen wir auch wieder als Array. Und zwar wird das sein ein Private Picture Array Horizon Tiles. So. Gut, jetzt können wir loslegen. Horizon Tiles ist gleich New Picture. Und zwar genau von dieser Länge unserer Files. Das brauchen wir jetzt zur Vorbereitung. Ohne dem läuft nichts. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen rumrechnen. Und zwar, wir brauchen jetzt, von lauter Rumbabbeln hier übersehen, dass ich das Array falsch definiert habe. Also, wir brauchen jetzt eine Variable. Die brauchen wir nicht hier, die brauchen wir lokal. Int Tile Height ist gleich. Und jetzt brauchen wir ein this instrument height. Wo bist du? Da bist du. Instrument height mal einen Faktor. Diesen Faktor werden wir hier oben gleich reinpacken. Und zwar private static final float. Und das ist, wie taufen wir das Ding? Horizon Tiles als Faktor. Tile Height Faktor ist besser. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie viel Prozent unserer gesamten Höhe des Instruments unsere Teilhöhe sein soll. Und da machen wir jetzt einfach 0,08f, das wären 8%. Das heißt, 8% der Gesamthöhe soll die Teilhöhe sein. Jetzt motzt er natürlich, weil er sagt, Moment, ich bin Integer. Aber das ist kein Problem. Dann brauchen wir Width. Das gleiche in grün.
Width-Faktor. Den machen wir natürlich ein bisschen breiter, 55%. Da sind wir ungefähr 55%. Schauen wir mal, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Das müsste ungefähr hinhauen. Ja, genau. Das finde ich gut. So, dann, was braucht man noch Lustiges? Wir haben ich glaube, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir bauen jetzt erstmal unsere Horizon-Node und dann schauen wir beim Weiterprogrammieren, was wir alles noch brauchen. Also, private Node, Horizon Node. So. This Horizon Node ist gleich new Node. So. Und diese Horizon Node, die werden wir jetzt noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar ist das, gehen wir nochmal auf unser Bildchen. Hier sind wir. So. Der Horizon Node soll dieser zentrale Punkt sein, an dem unser hinterer Horizont aufgehängt ist. Das heißt, wenn ich den Horizon Node rauf und runter schiebe, soll dieses blaue Feld plus diese Zahlen rauf und runter laufen. Wenn ich den drehe, diese Horizon Node, sollen sich diese Dinger auch mitdrehen. Das heißt, das ist mein eigentlich beweglicher Teil von meinem Instrument. Also müssen wir das Ding erstmal platzieren. Set Local Translation. So, und wir haben jetzt in unserer Elternklasse schon eigentlich alles vorbereitet, was wir brauchen. Und zwar this instrument center pos x, this instrument center pos y, und hier brauchen wir die 0. Damit liegt jetzt unser Horizon Node exakt in der Mitte. So, dann können wir jetzt als unterstes Element unseren Ground, also diese braune Scheibe, hin platzieren. Also this Central Instrument Node Attach Child this create Instrument Absolute. Und da haben wir auch noch eine hübsche Konstante gebaut. Ground. Und das Ding finden wir unter Textures. Dann Horizon und Horizon Ground PNG. So, gut. Ansonsten noch mal kurz nachdenken. Halt, falsch rum. Zuerst der Name, dann das File. Spätestens beim Laufen lassen hätten wir es gemerkt. Gut, jetzt haben wir unseren Hintergrund platziert. Jetzt können wir als nächstes den Sky platzieren. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir bauen uns jetzt erstmal ein Bild. Das brauchen wir später noch, weil wir dieses Ding ja auch von der Größe her anpassen wollen. Also brauchen wir da irgendwie eine Referenz drauf. Also private picture horizon sky. Den bauen wir uns jetzt hier. Horizon sky. New picture. Das Ding nennen wir
Horizon Sky. Den werden wir manuell hinkleben, weil wir den gesondert positionieren müssen. Da lohnt es sich nicht, eine eigene Methode zu schreiben für dieses Ding. Und zwar this Horizon Sky Set Image, glaube ich, war es, genau. Dann nehmen wir uns diesen String hier. Und das habe ich getauft. Hier habe ich es gekauft. Blue. Blue. So. Dann brauchen wir die Breite. Die Breite setzen wir jetzt erstmal einfach auf den Tile Width. Das müsste eigentlich hinhauen. Horizon Set Width. Horizon Sky Set Height This Instrument Half Height, halbe Höhe, machen wir das Ding mal. Das werden wir allerdings noch anpassen. Das wird zyklischer angepasst, je nachdem wie der Flugzeugwinkel ist, wird die Höhe entsprechend korrigiert. Das heißt, nach dem ersten Loop wird dieser Wert ohnehin überschrieben, aber ich glaube, mit halbem Instrumenthöhe ist mal ein guter Anfang gemacht. So, dann brauchen wir die Local Translation. Wir denken dran, dass wir dieses Teil direkt auf diese Note hängen. Das heißt, this Horizon Sky Set Local Translation. Und wir gehen jetzt um die halbe Tile Width nach links und halt die halbe, habe ich gesagt. Und X und Y ist 0. 0 deshalb, weil wir ja es direkt auf diesen Node draufsetzen und dann müssen wir noch sagen this Horizon Node attached child Horizon Sky. Gut. Jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, mal zum Kontrollieren, was wir da so alles verbrochen haben. Das heißt, wir hängen unser neues Messgerät mal rein. Dazu werden wir jetzt unseren Alt Overground mal ein bisschen kleiner machen. Wie groß machen wir denn den? 4010, passt das? Ne, 5010 muss es sein. Dann Position 100. Wo hängen wir die Kiste hin? 160 ist, glaube ich, ganz gut. Das müsste dann passen. So. Oh ja, hier ziehe ich auch noch. Bei unserem digitalen Instrument reicht alle halbe Sekunden ein Update. Das müsste eigentlich ausreichen. So, dann brauchen wir das auch nochmal. Und sagen hier aber Horizon Control. Dann haben wir... Das setzen wir jetzt ein bisschen 20, ein bisschen in die Höhe. Dann machen wir 40, 40. Größe 60, 60. Und das machen wir so. Horizon Control, Horizon Control soll das sein. Genau. Schauen wir mal, da oben fehlt er noch. Control. So, jetzt bin ich mal selber gespannt. Weil vergessen kann man viel. Jo, da ist er. Was fehlt? Ah, ich habe eine Sache noch vergessen. Wir müssen ja this Central Instrument Node attach
Child this Horizon Note. Die müssen wir auch noch dranhängen. Die hängt ja noch in der Luft momentan. Da ist es. Wunderbar. Erstmal unspektakulär. Ich sehe es ein. Machen wir eine Sache noch fix. Und zwar ganz unten. Ja, hier. This central instrument note. Attach child. This create. Absolut. Und dann hängen wir unser wunderhübsches Instrumentenbildchen rein. Und der Name heißt wie immer Instrument. Instrument. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vertippt. Wir sehen es gleich. Ah, jetzt sieht das doch ganz anders aus. Was so ein bisschen Grafik ausmacht, ne? So, da tut sie jetzt natürlich noch gar nichts. Aber wir haben jetzt erstmal das Grundgerüst geschaffen. So, im nächsten Video werden wir dann diese Teils reinhängen, also diese einzelnen Linien. Und ja, vielleicht schaffen wir es schon, das ein oder andere Element schon mal zur Bewegung zu verhelfen. Vielleicht bauen wir einfach die Pfeile rein, die für Roll und Pitch. Und dann haben wir da schon mal ein bisschen was, was sich bewegt. Gut, und bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Nachbauen.